Wir befinden uns hier in Groschönau auf der Kirchstraße und hier kam es heute in den Morgenstunden zu einem Gebäudebrand. Beim Eintreffen war hier eine starke Rauchentwicklung unter der Dachhaut zu erkennen und durch Bewohner und Anwohner wurden wir darauf hingewiesen, dass noch eine Person sich im Gebäude befindet. Wir sind sofort in die Personenrettung übergegangen, haben die Person dann noch relativ schnell im dicht verrauchten Gebäude ausfindig machen können und diese Person sozusagen aus dem Gebäude geholt. Wir wollten einen Innenangriff fahren, aber aufgrund des schon im Gebäude fortgeschrittenen Brandes mussten wir den Innenangriff abbrechen und sind hier in den reinen Außenangriff übergegangen, um auch die angrenzenden Gebäude aufgrund der dichten Bebauung hier in diesem Bereich zu sichern mit verschiedenen Riegelstellungen. Zur Wasserversorgung. Die Wasserversorgung ist hier durch die Mandau und die Lausur sichergestellt. Aber zur reinen Absicherung, auch für eventuelle weitere Riegelstellungen, haben wir hier also zwei Tanklöschfahrzeuge noch mit hinzugezogen. Also im Einsatz ist die Feuerwehr Groschönau, Waltersdorf, Heinewalde, Berzdorf sowie Jonsdorf. Hinzugezogen jetzt Drehleiter Zittau und im Hintergrund ist das DRK mit dem Versorgungszug. Wir sind hier in Groschönau bei der Absicherung eines Brandeinsatzes, eines Wohnhausbrandes, zusammen mit neben dem Rettungsdienst, dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst und mir als Leiter Notarzt haben wir die Transportstaffel des DRK Zittau sowie die Betreuungsgruppe und den Verpflegungstrupp alarmiert, um die Einsatzkräfte zum einen medizinisch abzusichern und zum anderen auch die Verpflegung für die Einsatzkräfte sicherzustellen. Neben den Kräften ist zusätzlich noch das Kriseninterventionsteam vom DRK Zittau im Einsatz, um sich um die betroffenen Bewohner und Angehörigen zu kümmern. Das DRK und der Rettungsdienst sind hier mit 27 Einsatzkräften im Einsatz, um die Versorgung entsprechend sicherzustellen.